das mal. Fertig! Cause it's simmering down below, like a demon deep in your soul, and it hungers to burst right out down on Twilight Road. Ich möchte so ein paar dieser Szenen bringen, wie das Ganze für einige dieser Leute anfängt. Etwas geht in Bewegung. Die Himmel bäumten sich auf. Dunkle Masten ballten sich und rollten zu schweren Bänken, die einander bedrängten und umkreisten, mit Macht gegeneinander schoben. Wieder reingeraten. Ich meine, in diesem Haus lebten mehr als 16 halbwegs intakte Menschen. Warum musste Frau Dormann ausgerechnet mich aus den Federn holen? Meine Wohnung lag 2 Etagen unter ihr und wir kannten uns kaum. Normalerweise mache ich ja so spät keinen mehr auf, aber Frau Dormann rief so liebevoll meinen Namen, dass ich für ein paar Sekunden dachte, meine Mutter stünde vor der Tür. Leider war der Anlass kein frisch gebackener Kuchen, den ich zwar so spät nicht mehr gegessen hätte, der mir aber weitaus lieber gewesen wäre als dieser Satz. Mein Mann hängt auf dem Dachboden. Sie sagt es so, als hätte sie sich ausgesperrt. Eine typische Schockreaktion nehme ich an. Meine sah hingegen anders aus. Mein Herzschlag verdoppelte sich. Ich bekam schweißnasse Hände und aus meinem Hals quetschte sich nur die Frage, warum? Kommen Sie. Forderte sie mich auf. Ich glaube Ihnen das auch so, faselte ich. Alex Elsen wurde geboren 1974, Zelt, und zwar zu Sera bei Jenny. Die hängt hinter mir. Die Inspiration zu diesem Bild ist die Drei-Groschen-Oper von Brecht und Weil. Auch wenn sie vielleicht nicht die typische Pirate Jenny darstellt. Die Tattoos, der kecke Blick und die Anlehnung an das Seemannsmilieu. All das findet sich immer wieder in Alex' Bildern, zum Beispiel auch bei der burlesken Juanita dort hinten in der Ecke. Vielleicht ist seine Seeräuber Jenny ein bisschen so, wie sie aussehen würde, wenn Brecht seine Oper heutzutage besetzt. Das Poker-Set von Alex erschien im Verlag um die Ecke. Im Klappentext heißt es dazu unter anderem: Schwere Jungs und leichte Mädchen, Barkeeper, Mafiabräute und Matrosen. Im Pokerblatt Pokerfaces treffen Unterwelt und Hafenromantik aufeinander. Und das wird jetzt verlost. Eins dieser Pokersets kostet im Handel, meine ich, 14,95. Original heute Abend von Alex gestiftet und vom Verlag. Über dem Weidenbaum, unter dem Niam saß, reckte eine stattliche Eiche ihre knorrigen Arme gen Himmel. Hier begann der Bereich, der dem keltischen Gott Zenonos, dem Herrn der Wälder, geweiht war. Der Baum, einer der ältesten der Stadt, beschattete den hölzernen Tempel des gehörnten Gottes. Mehrfach waren dicke Äste des Riesen abgebrochen, doch immer hatte er die Blessuren überlebt. Still und heimlich war Kia Jelanur an der Rückseite des uralten Wesens hinaufgeklettert. Eine etwa in Kopfhöhe gelegene Verzweigung diente ihm nun als Beobachtungsposten. Im dichten Blattwerk verborgen, lehnte er die Wange an die raue Rinde und schaute zu Niam hinüber. Mal zurück an diese schöne Zeit.
Die 90er Jahre, ein Jahrzehnt, in dem verdammt viel passiert ist. Die Zeit des Euro-Techno, die Zeit, in der man noch mit D-Mark bezahlte und natürlich die Zeit unserer Jugend. Wer ist hier der Boss? Hör mal, wer da hämmert und ein Schloss am Wörthersee mit Räubern verzaubern die Fernsehzuschauer. Der wadenlange Wickelrock mit Schlitz bis zum Schritt und Hotpants beginnen die Damenmode zu revolutionieren. In der Disco, man sagt nämlich noch nicht Club, sondern in der Disco tanzt man zu Dr. Alban, Snap, Captain Hollywood und den Sisters of Mercy. Diese Zeit hat eben auch eine Reihe von großartigen Liedern mit häufig weniger großartigen Texten hervorgebracht. Ja, und genau das merkt man, wenn man diese Texte einmal ins Deutsche übersetzt. Hallo zusammen. Eben war ja schon mal das Thema Liebe angesprochen worden und irgendwann klappt das vielleicht auch mal. Und man kommt dann als Mann in die Bredouille, Geschenke kaufen zu müssen und die vielleicht auch einpacken zu müssen. Meine Geschichte geht darum, eine kurze Geschichte, aber ein langer Titel, eine kurze Geschichte ums Geschenke einpacken. Eine Geschichte ums Geschenke einpacken muss man schreiben, wenn die Sache frisch ist. Wenn einem also noch der Tesafilm und der Schweiß auf der Stirn kleben und das Blut von den Fingern tropft, weil Geschenkebände doch so scharfkantig sind, und Scheren, die sie gefährlichen Spitzen haben. Und trotzdem, da ist dieses Gefühl, etwas Gewaltiges geschafft zu haben. Eine meiner ersten Kurzgeschichten, die auch in meinem Buch Under Liquid Sky vorgekommen sind, der eine oder andere kennt sie vielleicht, aber ich denke mal, so als Abschluss für den heutigen Abend ist sie vielleicht ganz gut. Erstmal danke, Jürgen, für die Kurzgeschichte. Küchentisch-Buddhismus. Ernst saß am Küchentisch und starrte auf seine Flasche Bier. Die Fliege summte um die Lampe. Die Leute fliegen vorbei, der kennt sie schon in ihren Uni, von mir im Gesicht. Die Sonne scheint heller als sonst.